So, meine Freunde, dann bin ich herzlich willkommen zurück zu Fallout 3. Ich würde sagen, wir werden uns in diesem Part mal langsam in die Richtung Rivet City machen. Wir haben nämlich sowieso mehrere Quests da, beziehungsweise eigentlich nur die Hauptquest und die... Ich glaube, der vervielfältigte Mensch geht da, glaube ich, auch weiter. Und ja, wissenschaftliche Anstrengungen müssen wir auch. Also wir müssen so oder so nach Rivet City, weil... ist, glaube ich, am sinnvollsten. Einzige Problem... ja, der ist arschweit. Ja. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch den ein oder anderen Ort dahin noch erkunden. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in diesem Part nicht nach Rivet City direkt vorstoßen, sondern uns nur auf den Weg dahin machen. Aber wir können eigentlich schon mal... Technisches Museum. Ach nee, komm, wir laufen. Wir machen ohne Schnellreise. Wir haben auch noch einige Orte hier in der Nähe. Vor uns direkt ist noch was. Ist irgendwie ein bisschen leise, oder kommt mir das nur so vor? Kanalisationszwischenbereich, oh Gott. Altmetall. Eigentlich hätten wir auch gerade unser Altmetall schon abgeben können, aber... Meine Güte. Klopft ihm auf die Schulter und wünscht ihm viel Glück. Hier drüben! Danke. Musik.
Beutehinweis. Ich mach mal kurz einen Hardsafe an der Stelle. Ich habe nämlich keinen Bock, dass es nachher von der GEMA gesperrt wird. Weil falls, dann machen wir mal kurz einen Cut an der Stelle. Oder ich schneide es einfach raus. Aber dann ist das vom Sound her auch scheiße. Ich hab eigentlich auch keinen Bock drauf. Foto von Dr. Lee. Ah ja. Öffentliche Bekanntmachung an alle Regulatoren, die sich als rechtmäßige Kopfgeldjäger im Ödland der Hauptstadt verdingen. Hiermit wird bekannt gegeben, dass auf die folgende Person ein Kopfgeld in Höhe von 1000 Kronkorken oder vergleichbares Entgelt in Form aufgewendeter Geräte und oder medizinischer Kosten ausgesetzt wird. Die Kopfgeldausschreibung erfolgt wegen Verbrechen gegen die braven Bürger des Ödlands der Hauptstadt oder... Was habe ich denn gemacht? Die gesuchte Person gilt als bewaffnet und äußerst gefährlich. Zur Gefangennahme wird nicht geraten, das Kopfgeld wird bei Nachweis des Todes Kopf ausbezahlt. Bereiten wir diesen Teufel ein für alle Mal ein gebührendes Ende. Ah ja. Arschlöcher. Happy, happy, happy. Sind denn hier so viele Ameisen? Was soll hier sein? Ach so, hier. Randys Haus. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Die Stimme der Wärme und Vernunft in dieser kalten, unvernünftigen Welt. Thank you.
Ich würde gerne meine Versuche wieder aufhören. Hä? Wie, kein Zugang? Ach, das ist nur noch ein Wort. Ups. Persönliche Notizen. Warte mal, ich mach mal ganz kurz die Musik aus, ey. Zehnter, Sechster, Zweiter, Vierter. Fangen wir mal ganz unten an. 2.10.2276. Ich habe endlich einen ruhigen Ort für meine Familie gefunden. Wir sind von einer Siedlung zur nächsten gerannt und haben dabei einfach nur versucht, nicht gesehen zu werden. Jetzt, da ich an der anderen Küste bin, fühle ich mich viel sicherer. Die Familie, die uns gegenüber wohnt, scheint sehr nett zu sein. Ihr Junge Brian spielt gerne mit meinem Sohn, was natürlich toll ist. Es ist schwer für Will, Freunde zu finden, da wir nie lange genug an einem Ort geblieben sind. Vielleicht können wir hier in Graditch endlich Wurzeln fassen. Ich habe in einigen der Gebäude in der Nähe nach Schrott gestöbert, den ich verkaufen kann, und dabei ein Radio gefunden, das noch funktioniert. Kaum hatte ich es eingeschaltet, hörte ich auch schon die vertraute Nationalhymne, die früher immer gespielt wurde, wenn Richardson eine Ansprache hielt. Aber dann dachte ich, ich bin im falschen Film. Wer zum Teufel ist denn Präsident Eden? Wann ist denn das passiert? Sind wir auch hier an der Küste? Und was am wichtigsten ist, werden sie hier nach mir suchen? Ich hoffe, diese Reise war kein schwerer Fehler. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie die Enklave meinen. Bei Familie Wilkes gleich gegenüber ist ein Wissenschaftler namens Lesko eingezogen. Sie helfen ihm beim Bau irgendeiner Konstruktion auf der alten Parzelle hinter dem Imbiss. Lesko bot auch mir Kronkorken an, falls ich ihm helfen würde. Aber ich lehnte ab. Ich weiß nicht, für wen er arbeitet, aber ich glaube nicht, dass sie noch nach mir suchen. Unsere Vorräte werden knapp und ich muss bald nach Nahrung und besserem Trinkwasser suchen. Das wäre definitiv leichter, wenn da nicht diese verdammten Ameisen wären. Ich bin mir 100% sicher, dass sie hier in der Nähe irgendwo ein Nest haben. Na, das hatten wir schon. Diese Ameisen werden langsam zu einem echt üblen Problem, und zwar so übel, dass ich gezwungen war, in Megaton ein besseres Gewehr zu kaufen, um meine Familie zu beschützen. Es hat mich ein kleines Vermögen gekostet. Ich musste jedes kleinste Stück Ameisenfleisch, das ich gesammelt hatte, rausrücken, aber das war es mir wert. Ich bringe Frank und Sheila gerade bei, wie sie es benutzen. Für den Fall, dass mir irgendwas passiert. Wenn einer von euch beiden das hier liest, gibt es mich nicht mehr. Das Gewehr liegt in der Küche hinter dem alten Kühlschrank. Ich muss einen anderen Weg finden, Sheila und Will von diesen Ameisen zu beschützen. Seitdem Lesko in der Stadt aufgetaucht ist, bin ich mir sicher, dass sie immer aggressiver werden. Ödland-Ameisen sind schlimm genug, aber wenigstens kann man von ihnen davonlaufen. Die hier scheinen aber gewillt zu sein, dir bis ans Ende der Welt zu folgen. Auch auf die Gefahr hin, für verrückt erklärt zu werden. Aber ich schwöre, ich habe neulich eine beim Feuermachen beobachtet. Keine Ahnung, wie sowas möglich sein könnte. Ich habe beschlossen, mein altes Seitengewehr auszugraben und stets versteckt bei mir zu behalten. Wenn die Biester mir zu nahe kommen, ballere ich ihnen die Antennen von ihren grausigen Schädel. Okay, das hatten wir. Ich fasse es nicht, dass ich mir all diese Mühe gemacht habe, Navarro zu verlassen und das ganze Land zu durchqueren, nur um dann in diesen Scheißloch einzubleiben. Ich denke nicht im Traum daran, hier zu krepieren. Nun, da wir die Verbindung zu Lesko und Wilkes verloren haben, sind wir wohl auf uns alleine gestellt. Ständig versuchen die verdammten Ameisen irgendwie ins Haus zu kommen. Sogar während ich das hier schreibe, höre ich, wie sie an den Wänden kratzen. Ich weiß wirklich nicht, wie lange wir noch durchhalten können. Okay. Da ist es. Eine Piste. Scheiß chinesische Pistole, was will ich denn damit? Wilkes Haus. Oh oh. Hüttenschlüssel.
Der verdammte Kragen an dieser Rüstung ist zu eng. Wieso wird mir denn hier angezeigt, dass was in der Kiste drin ist, obwohl da gar nichts drin ist? Diese Monster, die werden mich kriegen. Brian Wilkes. Das ist der Sohn von dem Typen, wo wir gerade waren. Was zum Teufel ist dein Problem? Beruhig dich, Kleine. Die was? Was ist los? Diese Dinger. Es kommen immer mehr. Die machen mir Angst. Machen sie, dass das aufhört. Hey, beruhig dich doch. Es wird alles gut. Ich verspreche es dir. Sie werden mich nicht im Stich lassen wie alle anderen Erwachsenen. Sie können mir helfen? Ich würde ja gerne helfen, aber dazu muss ich schon mehr wissen. Weiß nicht, du siehst aus wie ein leckerer Monster-Snack. Diese großen Dinger. Ganz Graded schwimmelt von ihnen. Und sie haben alle Leute umgebracht. Bitte, bitte suchen Sie meinen Papa. Den habe ich schon gefunden. Ich glaube, ich habe schlechte Nachrichten. Oh nein, was ist passiert? Tut mir leid, Kleiner, dein Vater ist Ameisenfutter. Dein Vater ist tot. Brian, das tut mir leid, dein Vater ist tot. Er ist tot? Eigentlich wusste ich es schon. Außerdem bin ich zu müde zum Weinen. Ach heul, hier draußen sterben ständig Menschen, gewöhn dich daran. Mein Anteil ist vollbracht, tut mir leid, Kleiner. Warum vergisst du es nicht einfach und machst dich aus dem Staub? Okay, ich kümmere mich um alles. Was immer daran schuld ist, ich werde es aufhalten, versprochen. Das muss aufhören, damit es auf keinen Fall einer anderen Familie passieren kann. Ich wünschte, ich hätte sie schon vor langer Zeit getroffen. Dann würde mein Papa vielleicht noch leben. Danke, dass Sie das tun wollen. Jetzt, wo Sie hier sind, fühle ich mich schon viel wohler. Formicula, was ist hier passiert? Es war früher irgendwie schön. Dort hat uns keiner belästigt. Ich glaube, das lag daran, dass wir so nah bei Washington waren. Wir waren 7 Leute und wohnten in alten, großen Häusern. Ich glaube, ich bin als einziger übrig. Alle anderen wurden von diesen Viechern geholt. Wer hat sonst noch in Graydish gewohnt? Abgesehen von mir und Papa gab es dort Dr. Lesko, der bei uns wohnte, und dann noch Will Brandes mit seiner Mama und seinem Papa. Ich glaube, sie sind jetzt alle verschwunden. Das waren die Eltern, nicht die Kinder. Ups. Kanntest du die anderen in der Stadt sehr gut? Ich habe die Leute nicht gut gekannt. Keiner ist lange in Graydish geblieben. Die Ruinen von Washington sind nicht besonders schön, um dort zu wohnen. Papa hat auch immer davon geredet, bald wegzuziehen. Wir waren ungefähr seit einem Jahr hier. Ich hätte noch eine andere Frage. In Ordnung. Was ist denn? Kann ich dich etwas über die Leute fragen, die hier gelebt haben? Nur zu. Es ist auf jeden Fall nett, überhaupt mit jemandem darüber sprechen zu können. Erzähl mir von diesem Doc Lesko. Das war ein seltsamer Mann. Er hat Papa ein paar Kronkorken dafür bezahlt, ihm zu helfen, eine Hütte zu bauen und viel Kram hineinzutragen. Papa nannte ihn einen Eierkopf, aber ich weiß nicht wieso. Weil sein Kopf hat ja gar nicht so sehr wie ein Ei ausgesehen. Wo hat Dr. Lesko gewohnt? Er hat seine ganze Zeit in dieser Hütte neben unserem Haus zugebracht. Jedes Mal, wenn ich da reingeschlichen bin, hat er vor diesem seltsamen Fernsehgerät mit den grünen Wörtern gesessen und auf Tasten gedrückt. Hast du eine Ahnung, was Dr. Lesko in Graydish wollte? Keine Ahnung. Er war ein netter Mann, wollte aber nie mit mir spielen. Wir haben kaum miteinander geredet. Ich weiß nur, dass er weg war, als die Ameisen kamen. Ich glaube, sie haben ihn erwischt. Hatte Dr. Lesko in seinem Labor irgendwelche seltsamen Sachen? Weiß nicht. Er hat allen möglichen Krimskrams gehabt.
Kisten mit ganz vielen Lämpchen, ein paar merkwürdige Flaschen aus Glas. Ach, warten Sie mal. Er hat auch einen großen, scheppernden, glänzenden Mann gehabt. Der war irgendwie ulkig. Und die anderen Leute von Graditch? Ja? Erzähl mir von der Familie Brandis. Naja, da gab's Will. Er war sowas wie mein Freund. Und dann war da noch sein Vater und seine Mutter. Wo haben die Brandises gelebt? Eigentlich genau gegenüber. Es war schon klasse, einen Freund ganz in der Nähe wohnen zu haben. Du und Will wart hier also gute Freunde, ja? Ja, Will war super nett zu mir. Ich glaube, er war ein Jahr älter als ich. Er hat sogar seine Comicbände mit mir geteilt. Ich habe fast ganz Graditch erforscht. Ich glaube, darum stören mich die Ameisen nicht. Ich habe gute Versteckplätze. Was ist mit Wills Eltern? Seine Mutter war auch nett. Sehr ruhig. Aber sie hat sich immer um mich und meinen Papa gekümmert, wenn wir drüben waren. Ich glaube, sie war traurig, dass meine Mutter nicht mehr da war. Wills Papa war... Naja, ich will dir nicht böse sein, aber er war irgendwie unheimlich. Wills Papa war unheimlich, inwiefern? Er beobachtete mich und meinen Vater ständig. So als würde er uns nicht über den Weg trauen. Er starrte uns immer vom Fenster seines Hauses aus an und machte Notizen. Will hat gesagt, sein Vater war ein alter Soldat oder sowas, aber er mochte den Job nicht und ist aus der Armee ausgetreten. Mhm. Ja? In Ordnung. Was kannst du mir noch über die Viecher sagen, die Graditch angegriffen haben? Da gibt es große, eklige Dinger, die auf 6 Beinen herumkriechen. Sie haben riesige Zähne und schnappen sich alles, was ihnen über den Weg läuft. Mein Papa nannte sie immer verdammte Ameisen. Naja, das war seine Bezeichnung. Ich nenne sie einfach Feuerameisen. Kann man sie auf irgendeine spezielle Weise verletzen? Mein Papa hatte ein Gewehr, mit dem er die Dinge abknallen konnte. Aber er sagte, das seien die beklopptesten Ameisen aller Zeiten gewesen. Er riet allen, auf ihre Antennen zu schießen. Wie auch immer er das gemeint hat. Waren sie schon immer da? Nein. Diese Viecher sind erst in den letzten paar Monaten aufgetaucht. Zuerst liefen sie nur vor der Stadt herum. Aber dann kamen sie in die Stadt und... Naja, den Rest wissen sie ja. In Ordnung. Ich werde deinen Vater suchen. Wirklich? Das würden sie tun? Vielen Dank. Mein Haus ist das neben... Bitte. Falls dir noch was Nützliches einfällt, sag's mir. Es könnte lebenswichtig sein. Keine Ahnung, ob das hilft oder nicht, aber Papa hat in einem Müllcontainer hinter dem alten Imbiss einen Haufen Kram versteckt. Er hat mir den Schlüssel anvertraut und gesagt, er sei für Notfälle vorgesehen. Aber er hätte sicher nichts dagegen, dass sie ihn bekommen. Gibt's hier irgendwo einen Unterschlupf für dich, während ich suche? Naja, da gibt's den kleinen Unterschlupf neben dem alten Restaurant. Papa hat mir gesagt, ich soll da wegbleiben. Aber ich glaube, es ist sicher. Ich gehe rüber und warte drin. Schnell zurück. Aber ich weiß doch, was mit dem ist, Mann. Ach, kommen Sie schon. So, die Quiz werden wir aber tatsächlich ja später machen. Weil wir werden jetzt wirklich erstmal nach River City weiter vorstoßen. Soweit es geht. Ich will wenigstens in diesem Part noch ankommen. Oh!
Ah, sind die nervig, ey. So, jetzt ist die Frage, wie zum Teufel kommen wir denn jetzt dahin? Ey, hier ist doch alles zu wieder. Wir müssen durch die Station hier. Geschichtsmuseum. Eigentlich müssten wir mal so langsam unsere Waffen wieder reparieren, ey. Hin und her gerenne von denen, ne? Das war es anscheinend sowieso. Wir haben einfach kaum Munition mehr für die guten Waffen, ne? Die halt so lange. Nee, warte. Die. Boah. Auge brennt, ey.
Hallo. Oh, ups. Ich dachte, der wäre hinter mir gewesen. Sind denn hier so viele fucking Gegner, ey? Jetzt wirst du in Stück. Und wieder keine Munition. Diese Typen gehen auch auf den Sack langsam, ne? Ah, River City. Wir sind schon da. Ging ja doch schneller als erwartet. Ah, willkommen, erschöpfter Reisender. Sie sehen so aus, als könnten Sie etwas Entspannung und eine chemische Aufmunterung gebrauchen. Ziehen Sie nicht weiter. Ich bin Doc Hoff, Lieferant feinster medizinischer Waren und chemischer Hilfsmittel. Wie kann ich dienen? Chemische Hilfsmittel ist auch so ein anderes Wort für Droge, ne? Ich würde gerne etwas über die Handelskarawane hören. Ich biete anspruchsvollen Ödlandkunden auf diskretem Weg Lebensmittel, Getränke und Medikamente. Ich lindere ihr Leid gegen Bezahlung. Ich habe keine richtige Zentrale, aber ich organisiere den Großteil meines Geschäfts mit Ernest Rowe in Canterbury Commons. Ich bin hier, weil ich kaufen will. Können Sie etwas reparieren? Sicher kann ich was reparieren, aber umsonst ist er tot. Wahrscheinlich gibt es irgendwo noch eine Sterbesteuer bei uns hier. Wieso haben wir eigentlich nur 174 Kronkorken? Sehen wir doch mal, was der gute Doktor in seiner Tasche hat. Ein weiterer zufriedener Kunde. Ich sehe.
Sehen wir doch mal, was der gute Doktor in seiner Tasche hat. Ein weiter. Sagen Sie mir, was Sie brauchen. Vielleicht. Okay, das war's. Tschö. Einfach ruhig bleiben, dann wird alles gut. Na, schon wieder so einer, ey. Gott sei Dank. Jemand Neues. Ich brauche Wasser. Bitte. Wasser. Ich habe nur verstrahltes Wasser. Nein, ich suche. Ich muss jetzt los. Bitte. Ich brauche Hilfe. Nee, nee. Ah, hier. Willkommen in River City. Bitte warten. Die Brücke wird ausgefahren. Ups. Keine Bewegung. Welche Geschäfte führen Sie nach River City? Ich suche meinen Vater, ich suche einen Dr. Lee, ich bin hier, um Nachforschungen zur Geschichte der Stadt zu betreiben. Sie stellen Nachforschungen ein, was? Ich kann Ihnen nicht weiterhelfen, aber Sie können drinnen gern mal nachfragen. Aber machen Sie keinen Ärger, ja? Ich habe mich verlaufen, können Sie mir helfen? Denke schon. Wo ist Dr. Lees Labor? Die Tür links führt in das Treppenhaus. Von dort aus geht es einfach nur Richtung Westen. Wie kam es zur Entscheidung, in dieser Rostlaube zu leben? Wir sind die sicherste und am besten geschützte Stadt im Ödland. Ohne unsere Genehmigung kommt hier nichts herein. Wissen Sie über die Geschichte von River City Bescheid? Also ich habe wirklich nicht die Zeit, über die Geschichte hier zu sinnieren. Ich muss mich schließlich darum kümmern, was hier und jetzt passiert. Danke für die Hilfe. Dann machen Sie mal schön weiter. Ich bin im Dienst. Fassen Sie sich kurz. Ich möchte jemanden melden. Ach, wirklich? Wenn jemand Ihr Zeug klaut, holen Sie sich's zurück. Wenn Sie beschossen werden, schießen Sie zurück. Sonst muss ich es mir selber ansehen, bevor ich irgendwelche Schritte unternehme. Mhm. Ja, tschüss. Wahnsinn. Bleiben Sie mir vom Leib. Was wollen Sie? Sind Sie einer von denen? What? Nee, Sie sind verrückt. Ich tue Ihnen doch nicht weh, wovor haben Sie denn Angst? Ja, ich bin einer von Ihnen schon seit Jahren. Ich denke, Ihnen kann ich es erzählen. Ich war einmal ein Sklave. Ich habe auf diesem Schiff einen Sklavenhändler namens Sister gesehen. Ich habe Angst, dass er hinter mir her ist. Keine Sorge, ich würde einen entflohenen Sklaven nie verpfeifen. Sie sind also eine geflohene Sklavin? Verstehe. Hey, das geht mich nichts an. Was vorbei ist, ist vorbei. Das ist leicht gesagt. Hinter Ihnen ist ja auch niemand aus Ihrer Vergangenheit her. Ich fühle mich einfach so hilflos. Mhm. Wir werden bald schließen. Sie gehen jetzt besser. Kann man hier irgendwo einen Drink bekommen? Unten im Muddy Rudder. Auf dem Unterdeck werden nicht viele Fragen gestellt. Ich möchte Kriegsgerät kaufen. Was suchen Sie denn? Na, dafür haben wir Eco-Munition. Geben Sie mir Bescheid, wenn... Dann was? Fatman könnte der reparieren. Kostet ja nur 600.
Was hat der so? Nur Müll. Kommen Sie bald wieder. Wir haben immer... Warte mal, was war das jetzt hier? Ich kenne Sie nicht und schere mich nicht um Sie. Was ist Ihr Problem? Immer locker bleiben, Kumpel. Wissen Sie, wo ich hier ein paar Waffen abladen kann? Sind wohl ein ganz harter Bursche. Was wollen Sie sich mit mir anlegen? Das wäre Munitionsverschwendung. Gehen Sie lieber, bevor Sie von der Sicherheit verhaftet werden. Hä? Von was? Wie, wegen was denn? Jegliche Auffälligkeiten sollten den Sicherheitsbeamten gemeldet werden. Vielleicht wissen Sie ja nicht, mit wem Sie reden. Ich bin Commander Danvers, der stellvertretende Sicherheitschef. Dann sind Sie also Chief Harkness unterstellt? Ich bin sein Stellvertreter. Ich leite die Nachtschicht und er die Tagschicht. Führt dieses Gespräch irgendwo hin? Ich habe nämlich einiges zu tun. Kann man hier irgendwo was trinken gehen? Ein sauberes Lokal wäre nicht schlecht. Das Weatherly Hotel ist eine gute Wahl. Es liegt am Oberdeck. Können Sie mir etwas über die Geschichte von Rivet City erzählen? Tut mir leid, aber ich weiß nicht wirklich viel über die Stadt. Ich mache mir viel mehr um das Hier und Jetzt Gedanken, wissen Sie? Ja, kennt man irgendwo, ja. Hat man schon mal gehört. Die waren sehr hilfreich. Die Pflicht ruft. Der Markt schließt bald. Sie sollten sich lieber beeilen. Meine Güte. Warum leben Sie auf diesem Schiff? Na, wir leben hier, weil man hier vor Raiders und Supermutanten sicher ist. Mit Dr. Lee auf unserer Seite ist es vielleicht sogar denkbar, die Welt wieder aufzubauen. Ich bin hier, um Geschäfte zu machen. Sie kommen sofort zur Sache. Das gefällt mir. Nö. Mal sehen. Nö. Könnte ich Sie etwas über die Geschichte von River City fragen? Naja, ich habe hier praktisch alles aufgebaut. Als ich hier vor 12 Jahren ankam, gab es hier nur ein verrostetes Ruderboot und ein paar Blindgänger. Jetzt bin ich Ratsmitglied. Unter meiner Leitung sind wir zur stärksten Siedlung der Wüste geworden. Natürlich sind ein paar der Versager da geblieben, aber wer würde schon gehen wollen? Gibt's River City nicht schon länger als 12 Jahre? Nun ja, das war ein Niemandsland, bis ich auftauchte. Das gehört heute aber zur uralten Geschichte, die niemanden mehr interessiert. Wenn Sie darauf bestehen, damit weiter Ihre Zeit zu verschwenden, dann versuchen Sie es doch mal im Belle Bonnie, der alten Schrulle an der Bar. War mir ein Vergnügen, Mr. Bannon. Bis bald. Wer sind Sie? Haben Sie Psycho? Ich brauche dringend eine Spritze, bin aber leider pleite. Ich führe das Arzneimittelgeschäft, bin aber pleite und kann mir keine Medikamente kaufen. Warum holen Sie sich nicht einfach welche aus Ihrem Laden? Sie sollten diesen Stoff nicht nehmen, es wird Sie umbringen. Wenn meine Frau Cindy das merken würde. Sie passt immer auf den Vorrat auf. Wenn ich was davon nehme, sperrt sie mich aus. Ich will etwas über die Geschichte von River City erfahren. Können Sie mir helfen? Ah, wie? Geschichte? Was für eine Geschichte? Hier gibt's keine Geschichte, Junge. Mhm. Ja, ich muss auch weiter. Aufhören! Darf ich mich Ihnen vorstellen? Ich heiße Gary Staley und bin Gourmetkoch und Feinschmecker. Ich werde Ihre Mahlzeit zubereiten. Meine Spezialität sind Meyer-Lurk-Kuchen. Mein Leguan ist allerdings auch sehr beliebt. Bei Meyer-Lurk-Kuchen werde ich schwach. Dann habe ich was für Sie. Wussten Sie, dass Pauli Cantelli süchtig ist? Ja, ich habe das gewusst. Er kommt jede Nacht kurz vor Ladenschluss und versucht, Cindy dazu zu überreden, dass er abschließen darf. Zum Glück ist sie klug genug, sich nicht darauf einzulassen. Ich bin hungrig. Hier ist unsere Speisekarte. Nee, ich bin nicht hungrig. Wissen Sie etwas über die Geschichte von River City? Ich weiß, dass viele Läden geöffnet haben, als die Hydroponikanlage endlich funktionierte, aber das ist wohl kaum der Anfang von allem, oder? Da kann Ihnen vielleicht Vera Weatherly helfen. Sie ist ja sehr gesprächig und wenn jemand ein paar Geschichten aufgegabelt hat, dann sie. Ich sollte sie wieder zu ihren Kunden lassen, Gary. Vielen Dank für den Besuch in Gary's Galley. Ah ja. Wenn Sie was wollen, dann sagen Sie. Kann ich Sie etwas über die Geschichte von River City fragen? Die Geschichte? Weiß der Henker. Geht mir völlig am Arsch vorbei. Geil. Ich bin im Dienst. Fassen Sie sich kurz. Was können Sie mir über Dr. Lee sagen?
Sie ist so eine Art Genie, wissen Sie? Einer von diesen superintelligenten Wissenschaftlertypen. Ihr Labor ist im Heck des Schiffs. Wussten Sie, dass Pauli Cantelli süchtig ist? Er ist total drogensüchtig. Das wird ihn eines Tages noch das Leben kosten. Erstmal übel am Lästern hier, ey. Tschüss! Du verziehst dich besser, wenn du dir was Gutes tun willst. Warum? Das ist der Quick Fix. So heißt unser Laden. Er gehört Pauli und mir. Ich heiße Cindy. Cindy Cantelli. Mann, sie klingen so, als hätten sie zu viel von ihrem eigenen Zeug genascht. Nein, nein, nein. Das würde ich niemals tun. Pauli macht das. Dieser Nichtsnutz von Ehemann. Wo bekomme ich starken Schnaps? Im Muddy Rudder gibt's Trinks. Bell verwässert die alkoholischen Getränke. Aber dafür sind sie billig. Es liegt im Unterdeck. Danke. Ah, okay. Die haben gerade zu, deswegen. Müssen wir warten. Nehmen Sie bitte Platz, es wird sich gleich jemand um Sie kümmern. Hallo. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Sind Sie auf der Suche nach einem Quickfix? Ihr Mann ist also süchtig? Er ist ein hoffnungsloser Fall. Ich muss ihn aus dem Laden raushalten, sonst räumt er unsere Vorräte leer. Irgendwann wird es ihn umbringen. Was haben Sie zu verkaufen? Wir haben alle Arten von Medikamenten. Was können Sie mir über die Geschichte von River City erzählen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich was drüber. Wie kommt es schon zu einer neuen Stadt? Bannon hat mal erzählt, dass ihm der Erfolg der Stadt zu verdanken sei. Vielleicht sollten Sie ihn mal fragen. Sie werden... Sie sind alle bei Gary Frühstück. Aber wenn man sie fragt, verkaufen sie einem trotzdem was. Forschungslabor. Willkommen bei der Gesellschaft zur Erhaltung der Hauptstadt. Verfassung der Vereinigten Staaten. Die Verfassung der Vereinigten Staaten wurde 1700 ausgehört. Okay. Ihr könnt es euch gerne durchlesen, aber ich werde es jetzt nicht machen. Deutschland. Der verdammte Kragen an dieser Rüstung ist zu eng. Hallo. Willkommen bei der Gesellschaft zur Erhaltung der Haupt... Ziemlich beeindruckende Sammlung, nicht wahr? Kommen Sie, trauen Sie sich, sehen Sie sich um. Mein Name ist Abraham Washington, Kurator dieses kleinen Ausschnitts amerikanischer... Aha, na der wird sich doch bestimmt auskennen. Ja, eine in der Tat interessante Sammlung. Ah gut, ich war gerade auf der Suche nach etwas Brennmaterial. Ah, Sie sind also ein gebildeter Mensch, wie schön.
Jedes Dokument in diesem Raum erzählt einen kleinen, aber wichtigen Teil der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Leider aber fehlt der Sammlung das wichtigste Stück von allen. Es muss die Unabhängigkeitserklärung sein. In der Tat! Ihre Kenntnisse der amerikanischen Geschichte sind bewundernswert. Das wäre das Kronjuwel meiner Sammlung. Stellen Sie sich vor, das Originaldokument geschaffen durch den Menschen, für den Menschen. Wenn ich Ihnen die Erklärung bringen soll, müssen Sie mir nur Bescheid sagen. Ach, wirklich? Das würde für mich und diese Sammlung hier sehr viel bedeuten. Gern würde ich in die Geschichte eingehen und Ihnen die Erklärung bringen. Hervorragend! Sie werden es nicht bereuen. Das verspreche ich Ihnen. Sie sind Teil der amerikanischen Geschichte. Ich beneide Sie. Die Unabhängigkeitserklärung liegt in den Ruinen des Nationalarchivs. Nun, ich habe mich etwas umgeschaut. Ah ja, und sind Sie zu einer Entscheidung gekommen? Ha? Jedes Dokument. 1776 trat der zweite Konjugalkongress zusammen und verabschiedete ein Dokument, das von... An diesem Tag bekamen die Vereinigten Staaten von Amerika ihren Namen und sie... Diese Herr... Ich habe ein paar Fragen zur Unabhängigkeitserklärung. Fragen Sie, Wissen ist Macht, wie es so schön heißt. Woher all die Infos über die Unabhängigkeitserklärung? Ich hasse Geheimnisse. Nun ja, das ist mir jetzt etwas peinlich. Ich habe bereits jemanden auf die Erklärung angesetzt. Die Frau stellte Nachforschungen an, aber ich habe sie seit mehreren Monaten nicht mehr gesehen. Aber seien Sie unbesorgt, es sind schon viele für weniger bedeutende Ziele gestorben. Wie sieht die Unabhängigkeitserklärung aus? Sie besteht aus einer Art dickem Papier, sogenanntem Pergament und verblichener Handschrift. Sie ist etwa einen Dreiviertelmeter hoch und etwas mehr als einen halben Meter breit. Sie sollten in der Lage sein, sie vorsichtig zusammenzurollen. Was steckt hinter diesem Dokument? Am 4. Juli 1776 trat eine Gruppe namens Zweiter Konjugalkongress in Fort McHenry in Maryland zusammen. Nach einer Feier, an deren Ende Paul Revere das berühmte Kampflied sang, auch bekannt als Nationalhymne, wurde das Dokument unterzeichnet. Dann wurde es nach England geschickt, wahrscheinlich mit dem Flugzeug, und König George vorgelegt. So begannen die sogenannten Evolutionskriege. Ich hätte noch eine andere Frage. Aber sicher! Können Sie mir auf meiner Karte zeigen, wie ich zum Nationalarchiv komme? Das Nationalarchiv, oder besser gesagt das, was davon übrig ist, befindet sich in den Ruinen von DC. Das Dokument wird dort in einem Glasbehälter aufbewahrt. Aber passen Sie auf, das Gebäude ist voll von Supermutanten. Hier, ich zeige Ihnen, wo das Archiv liegt. Cool. Kennen Sie die Geschichte von River City? Komisch, jetzt wo Sie fragen. Ich kann Ihnen alles über die Hauptstadt erzählen. Aber ich habe keine Ahnung von River City selbst. War ja klar. Ich wüsste nicht, wieso sie wichtiger sein sollte als die der Hauptstadt. Aber vielleicht weiß Bannon etwas. Schließlich ist er im Regierungsrat. Ich muss jetzt los. Ich hoffe, dass Sie bei unserem nächsten Wiedersehen die Unabhängigkeitserklärung in der Hand halten. So, meine Freunde, ich würde sagen, wir werden aber erstmal einen kleinen Cut an der Stelle machen, weil ja schon wieder fast eine Stunde rum ist. Und dann machen wir im nächsten Part weiter. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und dann sage ich mal, bis dahin, haut rein.